Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott, der Allwissende, kennt unser Leben. Vor ihm ist nichts verborgen. Er weiß, wo wir Gutes unterlassen und Böses getan haben. Wo wir in unserem Reden, Denken und Tun die Liebe verletzt und der Versuchung der Sünde nachgegeben haben. Darum bekennen wir uns schuldig und bitten um Christi Willen, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du hast uns in der Taufe als deine Kinder angenommen. Du vergibst uns um Christi Willen unsere Sünde und schenkst uns durch deinen Geist neues Leben. Sei unserer Mitte, stärke unseren Glauben und nimm unser Loben und Beten in Gnaden an. Durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir bitten dich, gib uns, dass wir unbeirrt und ungehindert
dem verheißenen Ziel entgegeneilen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Lesung aus den Briefen des Neuen Testaments zum 13. Sonntag nach Trinitatis lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Halleluja! 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 Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Sie hört auch das Heilige Evangelium, das auch zugleich Predigtext ist. Wir lesen es bei St. Lukas im 10. Kapitel. Ein Gesetzeslehrer stand auf, versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber, desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn, und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tue desgleichen. Gelobt seist du, Herr Jesu. Lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen, auf den wir getauft sind. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unser Herr, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren der Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Thank you.
unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Gottes Wort zur Predigt haben wir eben in der Evangeliumslesung gehört, Jesu Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Lasst uns beten, Herr, segne an uns dein Wort, damit wir uns erkennen und deine Barmherzigkeit, mit der du unsere Liebe suchst. Amen. Liebe Gemeinde, wie erlebt wohl Gott uns und unsere Welt? Ich vermute mal, bestimmt ganz anders, als wir uns sehen. Wir haben ja auch eine ganz andere, eigene Vorstellung von Gott und von seinem Reich, die oft genug mit der Realität rein gar nichts zu tun hat. Wie oft versucht Jesus, den Menschen, die ihm begegnen, mit Bildern klarzumachen, wie anders im Grunde alles im Reich Gottes ist. Gerade wenn es um den Glauben geht, um unsere Frömmigkeit. Wie oft sind wir da auf dem Holzweg, folgen wir hartnäckig unseren bequemen Vorstellungen und Wünschen und denken dann, Gott muss das ja nun genauso denken und genauso sehen. Ein Beispiel haben wir eben im Evangelium gehört, unser Predigttext, der barmherzige Samariter. Wesentlich ist dabei immer, dass man die Ausgangsfrage im Blick behält. Was war das? Was haben die Schriftgelehrten gefragt? Was muss ich tun, damit ich selig werde? Was muss ich tun, damit ich selig werde? Also er will was tun, will bei Gott entweder Pluspunkte sammeln oder eben alles vermeiden, was Gott irgendwie verärgern könnte. Das war ja damals die Aufgabe der Rabbiner, das Gesetz auslegen. Oder anders, sie mussten die Frage beantworten, wie vermeide ich es, Gott zu verärgern, ja, den kleinsten Gesetzesverstoß. Der Pharisäer denkte, total menschlich. Wie kann ich mir Gott gewogen machen? Womit kann ich ihn mir günstig stimmen? Ich sag's mal konkret, ihn bestechen. Und er zeigt damit, wie wir Menschen ticken. Und ganz automatisch übertragen wir das auf Gott, ohne ihn zu fragen, machen uns selber zum Maßstab für ihn. Vielleicht, weil wir im Grunde nicht wirklich Vertrauen zu ihm haben, ihn uns lieber auf Abstand halten, bevor wir uns noch Schwierigkeiten einhalten. Anstatt einfach nur hinzuhören, was Jesus so schlicht erzählt, das Himmelreich ist wie, so fängt er ja öfters an bei seinen Bildern. Er hat es ja damals schon mit genau solchen Menschen zu tun, so wie wir heute eigentlich auch noch sind. Leistungsorientiert, suchen nach Sicherheit und wollen vor allen Dingen selbstbestimmt sein. Wir wollen alles richtig machen. Gerade aus Angst vor Strafe, um selber sicher zu sein. Wir achten auf unser Ansehen, auf unseren Ruf, nur nicht was verkehrt machen, schon gar nicht öffentlich vor den Leuten. Wir sichern uns ab, damit uns ja keiner was kann, inklusive Gott. So, nun stellt euch mal vor, ihr hättet Freunde, die sich euch so gegenüber verhalten. Das ist dann doch so, wie man manchmal so salopp sagt, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde. Also Zuwendung, Nähe und Vertrauen, das geht anders. Wenn man immer auf der Hut sein muss, sich ständig absichern, sich immer wieder neu der Freundschaft rückversichern, wenn der andere schnell eingeschnappt ist, ich mich ihm also nicht wirklich zumuten kann, dann ist das nur anstrengend. So kommt es nie zu vertrauter Nähe, bleibt immer irgendwie eine Distanz, muss ich mich immer wieder erklären. Und das ist Arbeit. Das muss man sich nicht immer antun. Was
muss ich tun, damit ich selig werde? Wie kann ich mich absichern? Worauf muss ich achten, damit Gott nicht sauer wird? Was muss ich ableisten? Was darf ich mir erlauben? Kennt ihr noch aus der frühen Kindheit vielleicht solche Sachen? Der liebe Gott sieht doch alles. Was wird er dazu sagen? Nun, die Antwort, die Jesus ihm gibt, die soll ihn und uns von diesem Denken, von unserer Lebensangst wegführen. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Und schon geht die Gedankenmühle weiter. Na, leiste das dann mal ab, Liebe. Wenn Gott das von mir fordert, wie soll das gehen? Wie soll ich das hinbekommen? Liebe und Leistung, wie stehen die zueinander? Harmonisch oder widersprüchlich? Eins wissen wir. Liebe kann man nicht sachlich abarbeiten. Da geht es um innere Beteiligung, Nähe, Gefühl, Mitleiden, Mitfreuen, barmherzig sein, Anteil nehmen. Jemand hat mal so gesagt, als Hinweis für Christen, Liebe und dann tu, was du willst. Liebe geht nur in Beziehung miteinander, im Austausch. Sie lebt von Berührung, Gespräch und füreinander Dasein. Lernen, die Welt mit den Augen des anderen zu sehen, wirklich zu verstehen. Das möchte Gott von uns. So heißt es sogar in seinem Gesetz. Und damit zeigt sich das Gesetz, so wie wir es hier verstehen, eigentlich der total falsche Begriff ist. Hier geht es um eine gute Beziehung zueinander, um Zuwendung, um innere Beteiligung. Der Wochenspruch dieser Woche ist aus dem Gleichnis Jesu vom Endgericht entnommen. Er lautet, Christus spricht, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Genau damit sagt Jesus ganz deutlich, was wirklich entscheidend ist, um mit Gott im Guten zu sein. Die innere Einstellung oder besser, das, was mich ausmacht, meine Art und Weise, wie ich die Menschen sehe, wie ich Gott sehe, wie mir meine Nächsten nahe gehen. Und wenn sie noch so schräg zu sein scheinen, unbedeutend, anstrengend bis nervig. Am Abschluss des Gleichnisses vom Gericht am Ende der Zeit sagt Jesus, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und wir dürfen diese Brüder gerne auf alle beziehen, die Gottes Ebenbildlichkeit an sich tragen. Und die hat ja Gott jedem Menschen bei der Schöpfung verliehen. Es geht eben nicht um das reine Tun und Befolgen von Regeln, aus Angst vor Strafe auch noch, sondern um Barmherzigkeit, innere Nähe und Wärme, die viele Not und Ängste der Menschen um uns wahrzunehmen und sich ihnen wirklich zuzuwenden. Das macht uns selig, spricht im tiefsten glücklich, zufrieden, heilt die zerbrochenen Beziehungen untereinander und die zu Gott. Gebe uns Gott seine Liebe, dass sie uns ganz ausfüllt und wir beginnen, die Menschen mit seinen Augen zu sehen. Jeden Einzelnen, für den Christus genauso gelitten hat und sein Leben am Kreuz hingegeben, wie für mich. Und wenn wir dann begreifen, wie groß Gottes Barmherzigkeit ist und sein Wille, uns nahe zu sein, dann werden wir auch beginnen, nicht groß zu fragen, was wir tun sollen, sondern einfach das tun, was dem Nächsten hilft und selber das Leben haben aus Gottes Liebe, und zwar mit ihnen. Öffne uns Gott dazu die Augen, Ohren und vor allem das Herz,
dass wir uns einander zuwenden, ertragen, tragen und zu lieben beginnen, so wie Gott es mit uns tut. Und das ist dann ein Vorgeschmack des ewigen Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne zum ewigen Leben. Amen.
Lasst uns beten für unsere Mitmenschen, für alle, die unserer Sorge anvertraut sind, für die Familie, die uns gegeben ist, für alle, die uns nahestehen, für alle, mit denen wir täglich zu tun haben. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Lasst uns den Herrn bitten um eine lebensfähige und menschliche Gesellschaft, um gegenseitiges Vertrauen und Helfen überall, wo Menschen zusammenleben und arbeiten, um Ehrlichkeit im Geschäftsleben, um gute Arbeitsbedingungen und um gerechten Lohn, dass sachkundig und verantwortlich für die Zukunft unseres Landes gearbeitet werde und dass man Sorge trage für den inneren Frieden in unserem Volk. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Lasst uns den Herrn bitten um Ehrfurcht, Takt und Liebe in Krankenhäusern, Altenheimen und psychiatrischen Anstalten. Und dass Menschen, die anders sind als wir, einen Platz in unserer Mitte finden. Für die Unglücklichen und Unansehnlichen, dass sie nicht ausgestoßen oder vernachlässigt werden. Für alle, mit denen das Zusammenleben schwierig ist, dass sie Geduld und Toleranz erfahren. Für die ungeborenen Kinder und ihre Mütter, dass sie bewahrt werden und ihnen geholfen wird. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Lasst uns bitten für alle, die in dieser Welt Macht haben, die regieren und verwalten, dass sie das Leben sichern, der Gewalt und dem Missbrauch der Macht nicht nachgeben, sondern sich einsetzen für Frieden und Recht. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten für alle, die an das Evangelium glauben, dass sie in der Liebe zu Gott und den Menschen wachsen. Für alle Kirchen, dass sie dem Ruf des Herrn folgen und erfüllt werden mit seinem Geist, der Licht und Leben, Hoffnung und Friede ist. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Wir rufen zu dir, Vater im Himmel, durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Das ist für dich und gerecht.
Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heile gesandt, durch seinen Tod haben wir die Vergebung der Sünde, durch sein Auferstehen das Leben. Durch ihn loben deine Majestät die Engel, beten dich an die Gewalten, fürchten dich die Mächte. Die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim preisen dich mit einhelligem Jubel. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und anbetend ohne Ende Lob singen. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Yeah.
Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. So kommt und schmeckt, wie freundlich der Herr ist.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. Und seine Güte kennet ewiglich. Halleluja. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns teilhaben lassen an dem einen Brot und dem einen Kelch. Lass uns eins bleiben in Christus und Boten deiner barmherzigen Liebe sein in der Welt. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.